Ja, wieder herzlich willkommen bei einem neuen Video und heute reden wir über das Thema, es ist Ende des Jahres und du bist pleite. Wenn du hier auf dem Kanal zukünftig nicht mehr verpassen möchtest, kein Video, dann abonniere auf jeden Fall unseren Kanal, klick auf die Glocke und dann wirst du direkt benachrichtigt, sobald ein neues Video online kommt. Ja, es ist November, ja, Ende des Jahres und für viele Selbstständige ist das eine sehr stressige Zeit, aber eben auch eine sehr kritische Zeit. Warum ist das so? Weil ja viele Selbstständige jetzt Ende des Jahres ihre Versicherungen zahlen müssen, die Autoversicherung, private wie geschäftliche Kosten kommen auf dich zu und natürlich im neuen Jahr auch das verdammt gruselige Finanzamt. Steuererklärung. Ja, wenn du natürlich ein guter Unternehmer bist, dann sollte das für dich gar kein Problem sein, ein paar tausend Euro natürlich auf der Kante zu haben, mit wenn irgendwie das Finanzamt kommt, Steuererklärung, Versicherungen, genau, das sollte ja für dich eigentlich kein Problem sein. Was wir aber dennoch immer wieder merken in unserer kostenlosen Beratungssession ist, dass Ende des Jahres Schluss mit der Selbstständigkeit ist. Nämlich, dass du dann Schulden hast, weil du es einfach nicht bezahlen kannst, dass du in Schwierigkeiten gerätst. Mhm. Und natürlich auch, dass deine Selbstständigkeit dann natürlich spätestens auf eine ganz, ganz, ganz schwierige und wackelige Laufbahn gerät. Schwierig für dein Business. Ja. Viele verwechseln nämlich ihren Unternehmensumsatz mit ihrem Gewinn. Unter dem Jahr reicht es dir vielleicht, aber Ende des Jahres kommen deine ganzen Kosten und dann spätestens wirst du unter diesem Berg begraben. Und das ist natürlich das Problem, was viele Selbstständige haben oder auch gerade Leute, die wirklich laufende Kosten haben, dass sie diese nicht mit einkalkulieren, vor allem Umsatz mit Gewinn verwechseln. Es ist ja so, unterm Jahr arbeitest du mit 100, 200, maximal 300 Euro an Tagesgage, ja, denkst, das reicht irgendwie, du arbeitest mit den Gagen, aber eigentlich ist es ein Hobby. Ja, und damit Ende des Jahres im Endeffekt zu wirtschaften, das ist ja klar unmöglich. Du hast da keine Rücklagen, du hast gar keinen Rückhalt. Und das dann quasi die Kosten, die auf dich zukommen, das hat dann nichts mehr mit Hobby zu tun. Das sind reale Kosten. Ja, was kann man denn tun dagegen? Na, auf jeden Fall anfangen, sein teures Hobby eher in ein wirtschaftliches Unternehmen zu umfunktionieren. Dass man wirklich sich überlegt, okay, was brauche ich denn überhaupt, um jetzt diese Kosten Ende des Jahres decken zu können, um nicht in eine Insolvenz vielleicht sogar zu kommen. Das ist extrem wichtig. Also dieses wirtschaftliche Denken, das muss in dir tief verankert sein, wodurch du natürlich auch dein Hobby zu einem erfolgreichen Unternehmen machen kannst. Genau. Ja, Franzi, es ist ja so, wir betreuen ja auch wirklich Firmen, Selbstständige, wo es eigentlich schon zu spät ist, ja, die insolvent sind. Ja, also eigentlich natürlich lieber machen wir das natürlich bei Leuten, die noch nicht so schlimm in ihrer Selbstständigkeit gefangen sind, in der Insolvenz zum Beispiel. Mhm. Aber dennoch geben wir auch diesen Firmen eine Chance, ihr Firmenkonzept uns vorzustellen und wir gucken, ob das eben auch für uns geeignet ist und was wir wirklich noch tun können. Ja. Und wenn wir etwas tun können, dann helfen wir auch sehr gerne. Ja, auf jeden Fall fange an, wie ein Unternehmer zu denken, fange an, wirtschaftlich zu denken und höre auf, das nur als Hobby zu betreiben. Wenn auch du dich gerade zu Wasser halten kannst und nicht wirtschaftlich denkst, dann melde dich für uns für ein kostenloses Beratungsgespräch. Den Link findest du in der Infobox. Wir sind beide auf Social Media vertreten, folge uns gerne, abonniere unseren Channel und bis zum nächsten Video. Tschüss!